Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki beschwert sich. Ja, ich wollte mal erzählen, ich war auf einem Konzert und habe da irgendwie gemerkt, die Menschheit ist echt ein bisschen bescheuert. Naja, auf jeden Fall, ich war auf Max Giesinger Konzert. Das ist ja hier der Kollege, der da singt, da irgendwie 80 Millionen und wenn sie tanzt und so ein Käse. Naja, auf jeden Fall in Köln gewesen, in der Music Hall heißt das, glaube ich, oder was. Und da war es so voll, da gehen ja nur 500 oder 600 Leute rein oder sowas, ist relativ klein. Aber das war so schweinevoll, ist unglaublich. Und die wollten aber alle nach vorne drängeln. So sind die Leute, die wollen alle nach vorne drängeln. Und ich stand dann irgendwie so am Rand, in der Nähe von diesem Merchandising-Stand, der so ein bisschen erhöht war. Und und der Max Giesinger, der sollte dann irgendwann kommen und die Leute haben sich da vorne irgendwie gedrängt, zur Bühne hin, ganz wichtig, muss ganz nah sein. Das Ding ist nur ungefähr 30 Meter lang, aber muss ganz nah sein, so nah wie geht. Bescheuert, ehrlich. Und die haben sich alle nach vorne gedrängelt und ich stand schon so da, ne? Bin ja auch schon so schmaler Typ, ne? Stand so da. Und dann haben sich schon die Leute an mir vorbei noch gedrängelt. Da war so eine Frau dann irgendwann, die hat dann irgendwie so einen 90-Grad-Winkel zu mir gestanden. Und kam halt nicht weiter. Steht sie dann so da und guckt mich so an. Und ich denke, ja, sagst du ihr, und? Jetzt? Ja, ich will da vorne. Was willst du denn da vorne, sag ich zu der. Was willst du denn da vorne? Das ist alles voll. Da brauchst du doch gar nicht auch hinzugehen. Das ist so voll. Du siehst doch von hier alles. Das kann ja gar keine bessere Sicht sein. Da vorne kannst du dem zwar irgendwie auf die Turnschuhe gucken, aber was willst du denn da vorne noch reindrängeln, Mädel? Bleib doch einfach da, wo du bist. Okay, sieh wieder zurück. Alles klar. Dann war die Vorband zu Ende. Gerade Licht irgendwie runter. Dann kommt von hinten noch so ein Typ und sagt, lass mich mal durch. So, was ist das denn? Ja, war Security-Mann. Habe ich gedacht, so, oh, Security-Mann, wichtig. Da ist bestimmt einer umgefallen oder irgend sowas. Ja, ich dann da zur Seite und der Security-Mann so an mir vorbei. In seiner Uniform da irgendwie so, diesen Quatsch, den die haben. Und dann läuft es an mir vorbei und hinter ihm, Achtung, hinter ihm so ein Typ mit so einer Schlabberhose, mit so einem Schlabbershirt. Und da ging mir der Puls. Ich habe schon das wie mit diesen Rettungswagen. Weißt du, wenn ein Rettungswagen auf der Autobahn ist und die hauen da durch und dann sind dann diese BMW-Fahrer, kann auch ein anderes Fabrikat sein, aber da sind dann diese BMW-Fahrer ganz oft, die dann hinterher hauen, da hinter diesen Rettungswagen und dann wollen sie dann sich da durchschlängeln. Da kriege ich ja gerade Puls. Ne? So. Und dann Security-Mann an mir vorbei. Oder will gerade an mir vorbei und ich sehe hinter ihm diesen Typ mit der Schlapperhose. Und ich denke, Alter, das brauchst du jetzt gerade. Also ich war kurz davor, den sowas von anzuflaumen, diesen Typen. Aber dann habe ich gesehen, hinter ihm war auch so ein Security-Mann. Ich denke, naja, was machen die komisch? Naja, im nächsten Augenblick geht er an mir vorbei, steigt aufs Podest, da wo das Merchandising war und fängt an zu singen. Ja, war es Max Giesinger. Ja, habe ich gedacht, na, was Glück habe ich den nicht angemacht. Das wäre geil gewesen, wenn ich Max Giesinger angeflaumt hätte. Was läuft hier vorbei? Alter, macht Schnarr hinten. Ja, Max Giesinger und ich, ein Knäuel und die Security dazwischen und wäre ich rausgeflogen wahrscheinlich. Ja, so war das. Ja, aber die eigentliche Beschwerde sind die Leute, die da sich nach vorne drängeln und unbedingt nach vorne müssen. Das ist eine Katastrophe. Also das könnt ihr echt lassen in Zukunft. Jedenfalls, wenn ich da bin. Ja, das war meine Story heute bei Schoki Banoki beschwert sich. Ich sag bis zum nächsten Mal. Cheerio, Miss Sophie.